Ja, von Ami, und hier sind noch Schilder. Hallo, Alter, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Solche Aktionen haben immer Konsequenzen. Ich hoffe, du bist dir bewusst, Ami. Jo, Leute! Und willkommen zu einem neuen Video auf Ami! Ja, Freunde, wir haben hier gerade ein kleines Rennen gemacht auf eine kleine Spritztour. Auf diesen Eisding, hier kommt man auf jeden Fall richtig schnell von A nach B, Freunde. Aber, Freunde, ich habe gesehen, einige Leute sind auf dem Server, teilweise Alphastein, Blackjack, Gomba, also ein paar Freunde von mir auch. Und ich will mal gucken, ob man heute etwas Cooles machen kann. So, let's go. Ich würde sagen, wir gehen mal hier wieder zurück auf die Mittelinsel und gucken mal, ob hier irgendwas passiert ist, ey. Ich bin echt gespannt, Leute. So, auf jeden Fall will ich mich mal wieder mit Blackjack heute auch treffen. Und ich bin gespannt, ey, weil der ist auf dem Server und der war richtig lange nicht auf dem Server, als ich da war. Also, Leute, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir dem irgendwie gleich mal schreiben können. So, let's go. Ich würde sagen, oh, die Sonne geht schon unter. Ich schreibe ihm mal eine Nachricht. MSG Blackjack. Ich schreibe mal, hey, lass mal wieder treffen. So, mal gucken, ob er antwortet, Leute. Oh, er hat geschrieben, Freunde. Blackjack hat geschrieben, wo bist du denn? Ich schreibe mal auf der Mittelinsel. Oh, Freunde, das wäre echt stark, wenn wir uns mit Blackjack treffen. Ihr wisst, Freunde, ich habe einige kleine Schwierigkeiten gehabt. Denn Blackjack und ich... Oh, er hat geschrieben, ich komme vorbei. Blackjack und ich haben auf jeden Fall Beef gehabt, weil ich habe ihm ja auch sein Herz gezogen. Seitdem ich ihm das Herz gezogen habe, ist auf ein Herz und so. Aber trotzdem, wir hatten echt schöne Zeiten gemeinsam bei den Paulberger Rittern. So, let's go. Ich würde sagen, ich gehe mal hoch und gucke mal, ob ich ihn irgendwie gleich sehe. Oha, Freunde. Ich bin echt gespannt auf Blackjack. Übrigens habe ich mir auch neue Rüstung und alles gemacht für den Civil War. Ihr seht, Freunde, die ist noch... Okay, ich würde sagen, die ziehe ich mal aus. Die brauche ich auf jeden Fall später noch. Die ist noch tiptop in Schuss. So, aber wir gucken mal, ob wir Blackjack irgendwo gleich sehen. So, let's go. Mal gucken. Noch sehe ich niemanden. Habe ich mein Fernrohr dabei? Nee. Ach, da unten ist jemand. Oha. Sonst. Oh. Jo. Alter. Was geht, Heidi? Jo, Blackjack, lange nicht gesehen, mein kleiner Schamanenfreund. Da hast du allerdings recht. Oha. Was machst du so? Ja, ich habe hier gerade ein bisschen rumgeguckt. Ich wollte gucken, wer auf dem Server ist und habe ich gesehen, du bist online. Ja, es sind tatsächlich eine ganze Menge Leute da. Gomme ist auch da. Der ist bestimmt irgendwo da drüben. Ja, Blackjack, wir befinden uns ja kurz vor dem Ende und ich wollte doch mal mit dir gemeinsam über alles reden, was passiert ist zwischen uns. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Also, ja, wir stehen wirklich tatsächlich kurz vorm Ende. Also, es sind wirklich nur noch ein paar Tage. Ja, bis Civil War beginnt und dann ist gnadenlos. Dann gibt es hier keine PvP-freie Zone mehr, ID. Ist dir das eigentlich klar? Das heißt, du bist hier nicht mehr sicher. Ja, ich weiß. Momentan sind wir hier noch sicher in der Alpha Base, aber danach gar nicht mehr, Blackjack. Oh, das kann Nein. echt, das kann echt nicht gut ausgehen. Ich kann dir so viel sagen. Banks hat schon angekündigt, dass ja, die meisten am Montag schon direkt fällig sind. Oh, oh, nicht. Hey, das war ich nicht. Es ist diese Feuer hier. Musst du aufpassen. Ja, ich bin reingelaufen. Oh, nicht gut, Blackjack. Ich weiß noch, wir haben gemeinsam dieses Projekt hier angefangen und uns so viel aufgebaut. Du weißt noch. Paulberger Ritter. Das stimmt, ey. Schamanenbase. Wir sind zusammen tatsächlich hier in das Projekt reingestartet, ey. Das war noch was. Weißt du noch, wie wir direkt am Anfang hier Flo getroffen haben? Ja, ich weiß noch, am ersten Tag direkt. Oha. Ja, so nach, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten, wie lang das war. Ja, Blackjack, ey, das waren echt krasse Zeiten. Aber ich wollte fragen, ich weiß, du magst mich ja nicht mehr so doll, weil ich dir das Herz gezogen habe, ob wir uns nicht wieder versöhnen wollen. Ach, IT, vergeben und vergessen. Oh, das stimmt. Sollen wir doch mal... ich hab eine Idee. Ja, erzähl. Hast du nicht Lust? Ich meine, du kennst ja unsere Skins jetzt. Du weißt ja, was das sind. Oha, ja, ich kenne unsere Skins. Ja, gut, du nicht mehr. Aber das waren ja die Paulberger Rüstungen. Ja, ich checke. Und was hältst du davon, wenn wir einfach mal die Skins tauschen und nochmal zurück zu unseren Schamanen-Skins gehen? Oha, das wäre stark. Okay, Leute, dann machen wir das. Okay, Blackjack, dann würde ich sagen, machen wir das, dann switchen wir mal zurück zu den Skins, okay? Okay, dann locken wir uns mal kurz um. Also bis gleich. So, oh. IT, guck mal.
Oha, Blackjack, wir sind wieder Schamanen! Schamanen, ja. Schamanen! Oha! Ey, das war noch Zeiten, Anfang der Insel. Ich sag's dir, Blackjack, aber außerhalb der Insel sind wir nicht sicher und ich wollte dich mal was fragen. Ja, so. Das stimmt. Aber IT, was hältst du denn davon? Lass uns nochmal zurückgehen. Wir gehen nochmal bei der Paulberger Burg vorbei, nochmal zu unserer alten Schamanenbase, da wo alles angefangen hat. Oha, das heißt, du willst hier nochmal alles angucken, was wir gemeinsam gebaut haben und so? Ja, ja komm! Oha, hey, zu den Koppelminen und so. Hey, da bin ich dabei. Boah, ich hab stundenlang Stein gefarmt, ich sag's dir. Oha, aber ja, Blackjack, stimmt. Wir können mit diesem Eisding hier fahren, damit kommen wir recht schnell voran. Ja, aber ich hab grad kein Boot dabei. Hey, da stehen noch Boote. Blackjack, Mann. Ja, dann kommen wir ja direkt zur Paulberger Burg, oder nicht? Ja, hier, komm, wir fahren gemeinsam mit dem Boot. Ah, stimmt, es geht ja. Halt echt. Ja, und ich würde sagen, let's go. Alter, Speedy Gonzales. Ach, IT. Oha! Ich sag dir ehrlich, es ist schon ja irgendwie ein bisschen traurig, dass das Projekt jetzt so zu Ende geht, so langsam. Ja, ich sag's dir ehrlich, Blättchen, und dass wir beide uns so gebieft haben, am Ende fand ich auch nicht gut. Vor allem, ja, das stimmt. Wir haben das ganze Projekt zusammen durchgezogen. Ja, das stimmt wirklich, von Anfang bis fast jetzt zum Ende. Warte, wir müssen da die Paulberger Burg ist rechts. Ja, steig mal aus. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Yep. So, hier nach links. Hast du eigentlich einen Grappler oder ist der kaputt? Nee, den habe ich tatsächlich in meiner Kiste. Ah, sehr cool. Okay, Blackjack, hier geht's. Oh, back to the roots. Aber hier waren wir ja später. Vorher waren wir noch ganz woanders. Das stimmt, aber hier erstmal Paulberger Burg. Oha, die guten alten Zeiten bei den Paulbergern. Ich sag's dir. Das war noch was. Ich sag's dir ehrlich, Blackjack, hier hat alles angefangen. Boah, wir haben es so schön wieder aufgebaut. Oh. Ja, aber ich weiß nicht, ob du die Burg in letzter Zeit mal angeguckt hast. Hä? Was ist mit der Friedensampel passiert? Und ja, die hat auch jemand kaputt gemacht. Das ist. Das Restaurant zum guten alten Heidi ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nee, und es fehlt immer noch die Kuh da oben in der Mitte. Ich sag's dir ehrlich, Blackjack, das habe ich so oft aufgebaut, bestimmt 3-4 Mal wieder. Ja, aber weißt du noch, als wir hier die ganzen Laternen und das alles gemacht haben? Ja. Und oh, guck mal, da unten unsere alte Base. Guck mal hier, hier war so ein Geheimgang war hier. Wusstest du das? Ja, safe von Alphastein. Nein, aber von mir. Echt, von dir? Ja, Max hat sich da vorne mit Banks getroffen und ich habe hier hinter gelauscht. Das war krass. Oh, ein Spion bist du also. Boah, weißt du noch, als wir hier alles gemacht haben und den Weg nach da hinten und so gebaut haben? Ja, leider umsonst. Da ist ja nichts mehr hingekommen, ne? Sag ich dir ehrlich. Ja, leider. Es hat auch niemand angefangen, da ein Haus zu bauen, obwohl wir das eigentlich auch vorhatten. Ja, vor allen Dingen Leute wie Elina haben es versprochen. Das stimmt. Aber guck dir die Burg an, wie das schon wieder ausschaut. Oh, ich sag dir ganz ehrlich, Blackjack, ich bin ein bisschen traurig, wenn ich das sehe. Ich hab das. Ja. Wir haben das so oft gemeinsam aufgebaut. Oh. Sogar einmal hat es sogar die Burg ja Awaif wieder aufgebaut. Ja, ich sag dir ehrlich, Junge, das war eine krasse Burg. Da wurden Geschichten geschrieben. Ja, vor allem da oben in dem Besprechungsraum. Oh, ich sag dir ehrlich, das zweite Herz hätte nicht sein müssen. Vor allen Dingen so. Ja, das stimmt. Schnell am Anfang. Ich bin übel lange mit einem Herz rumgerannt. Ja, und kennst du das noch? Alter, wir haben so viel gefarmt hier. Wir haben, die Koppelminen. Wir haben gegraben wie nichts Gutes, Blackjack. Guck dir an. Hey, das sind bestimmt stackweise. Oh, und guck mal das hier. Das waren wirklich stackweise, weil da quasi die Burg komplett mit entstanden ist. Ja, und hier hatte ich die Spawner da gelagert. Da waren wir die Spawner. Alle weg. Ich ja, sag die dir, waren mal da, bis sie uns wieder geklaut wurden. Ich sag dir, alle weg, Junge. Die haben unsere Videos geguckt. Moment, hier ist nichts mehr. Oh, aber ja, und haben uns das ganze Zeug abgerippt. Ich sag dir ehrlich, es waren schöne Zeiten, aber. Oh, hier ist noch Kohle drin, ne? Nehme ich mal mit. Aber ob ich die. Meinst du, hier gibt es doch irgendwo Spinnenweben? Spinnenweben, da hinten sind welche. Ja, aber nur zwei Stück. Komm, ich hole die mal schnell. Hä? Man weiß ja nie, für was man die gebrauchen kann, ne? Blätter, ich habe einen ganzen Stack für dich, wenn du willst. Ja, okay, den nehme ich. Komm, überredet. Du bist mein Schamanenbruder, hier in einem halben Stack. Yay. Ich brauche die, glaube ich, eh nicht mehr so viele. So, let's go. Ja. Dann lass mal okay, weiter. Ich bräuchte noch IT, hast du eigentlich Enderperlen? So 5 Stück oder so? Oh, später, Blackjack, später. Wir gehen erst mal 2 gucken. Sehr nice. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, willst du hier noch was gucken, IT, oder willst du ab zur Schamanenbase? Oh, die Schamanenbase wollen wir uns angucken? Krass. Ja, safe. Da hat alles angefangen. Und es ist mal ein weiter Weg. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut, Blackjack, oder?
Auf jeden Fall. Also dann, Leute, bis gleich. ID, guck mal, wir sind angekommen. Oha, unsere Schamanenbase, Blackjack. Oh. Ja, weißt du noch, ID, da hast du dein allererstes Herz verloren. Ja, guck mal hier, Schamanenbase, jeder ist willkommen. Ja, das hat man ja gesehen. Einmal war jemand willkommen und direkt hast du ein Herz damals verloren gehabt. Und ja, sie wurde doch angezündet, ne? Ja, von Army und hier sind noch Schilder. Hallo, Alter, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Solche Aktionen haben immer Konsequenzen. Ich hoffe, du bist dir bewusst, Army. Ja, stimmt, da hat Army ja noch Ding geschrieben und hat es angezündet. Ja, auf jeden Fall, aber echt Spaß, Blackjack. Das waren so coole Folgen, sag ich dir ehrlich. Ja, definitiv. Hier hinten, hier haben wir doch sogar noch mal eine alte Creeper-Farm gebaut. Aber die habe ich tatsächlich nicht mehr genutzt. Ich habe tatsächlich eine andere gebaut. Hä? Sollen wir dir im Video zeigen? Ich weiß nicht. Lass mal, okay. Ja, ist egal. Können wir mal zeigen. Wir haben ja den Standort nicht gezeigt, Leute. Aber jetzt ist es eigentlich sowieso egal, ne? Ja, jetzt ist egal. Oha. So, warte mal. Man muss hier durch. Und hier ist quasi der Baum, wo es einmal unten reingeht. Oha! Und hier ist einfach die Creeper-Farm. Ja, die hat auch niemand gefunden. Echt nicht? Die ist eigentlich so offen, ne? Ja, safe. Aber meistens ist das Auffälligste am unauffälligsten. Deswegen halb so schlimm. Ich sag's dir, Blackjack, ey, wie weit geht's denn hier runter? Ja, schon ein bisschen. Aber hier ist sie. Oha! Ey, es ist nur der Bereich. Hier ist sogar noch eine Kiste. Ja, ne? Mach mal. Oh, hier ist noch richtig viel Kohle. Mach mal, komm mal her. Ja? Mach mal kurz die zwei Blöcke hier auf. Die mittlere, also die, ja genau. No way, Blackjack, das hast du hier. Oha. Blackjack. Wir haben den Jackpot. Oha, Blackjack, aber jetzt, wo wir es gezeigt haben, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach, Quatsch. Ich meine, ich habe noch eine größere Creeper-Farm, da ist tatsächlich noch mehr drin und da geht es ungefähr 10-mal so schnell. Ja, okay, okay. Ich mein, und hier unten ist dann quasi ja das Ding, wo man hier unten quasi, wo die Creeper dann reinfallen und ja, das Schwarzpulver gedroppt wird. Oha, also aber es ist eine sehr krasse Farm, sag ich dir, Blackjack, hast du gut gebaut. Ja, es hat auch echt Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist vor allen Dingen auch eine krasse Base und, boah, aber die Schamanenbase, Blackjack, du weißt, wir haben noch eine andere Base gehabt mit guten Zeiten. Weißt Welche denn? Weißt du, welche ich meine? Die erste Paul-Becker-Ritter-Base. Hä, die erste? Oh ja, stimmt. Die ist doch hier auch ganz in der Nähe. Ja. Sollen wir da auch nochmal hingucken? Ja, wollen wir. Das ist tatsächlich wieder auf dem Rückweg. Ja, das ist gar nicht so weit weg. Das könnten wir direkt angucken uns. Das war tatsächlich die erste Base, wo wir gemeinsam waren, nachdem Max uns aufgenommen gehabt hat. Ja, aber weißt du noch, wer uns aufgenommen hat? Der hat mir einfach ein Herz gezogen. Ja, das war tatsächlich doch dann die Base, wo wir waren, wo wir alle noch... Das war ja, das hier ist ja die Anfangsinsel, wo wir gestartet sind. Ja, und wir haben doch an diesem Wasserteich hier, wollten wir doch unser erstes Gebäude hinzimmern. Ja, genau. Und die Base, weiß ich noch, die haben wir dann alle fluchtartig verlassen, weil dann quasi... War das eine oder war das zwei Wochen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die Border gefallen. Genau, da ist nämlich dann die Border gefallen. Und dann weiß ich noch, da waren wir alle vereint und sind dann wie die Irren alle auf die Hauptinsel rüber gesprintet. Ja, weil auch keiner Diamanten hatte, ne? Es gab keinen Diamanten großartig. Nee, hier hast du wirklich, also das war ja mit Absicht quasi im Projekt so, damit hier auf der auf der Startinsel die Diamanten ganz, ganz, ganz gering, beziehungsweise nicht nur die Diamanten, sondern alle Materialien waren ja komplett auf fast null gesetzt, damit sich die Leute hier auf der Startinsel nicht so krass equippen. Ja, aber das war echt cool gemacht, sag ich dir ehrlich. Ja, das stimmt, das hat auch Spaß gemacht. Okay, die erste Paul-Becker-Ritter-Base. Ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo die war. Es muss hier ungefähr irgendwo gewesen sein, oder? Hä, weißt du es echt nicht mehr? Ich weiß es noch. Weißt du es echt noch? Irgendwo hier links im Berg. Ja, da drüben bei dem Baum. Ja, ich gucke. Ah, genau, Blackjack, hier. Hier bei dem Baum. Lass dich mal gucken, wo war's? Ich glaube, irgendwo bei Null. Oder? Irgendwo bei Null. Achtung, Creeper! Oh! Oh, Blackjack, irgendwo bei Null.
Ich sag dir ehrlich, ich weiß auch nicht aus dem Kopf wo. Warte, wie. Ich weiß, glaube ich, noch ungefähr, wo es war. Irgendwo? Ja, ein Stück weiter oben, aber. Nein. Das war woanders, Blitzschick. Das war doch hier ungefähr, oder? Ach nee, Quatsch. Hier drüben. Oder bei dem leuchtenden Baum? Ja, es muss hier viel weiter gewesen sein. Hier kommen wir auch mehr zu null. Die Base ist, genau. Ich glaube, 2600 war es. Es muss. Hier muss es gewesen sein, oder? Hier. Ah! Da ist sie. Okay, ab rein, Blitzschick. Ab rein in unsere Base. Alter, Freunde. Ich sag hier war die allererste Paul Berger Ritterburg. Base. Ritterbase! Hier wurde Geschichte geschrieben, Blitzschick. Mit uns vier, mit MBK noch damals. Ja, ey, meinst du, dass Max sein Skelettpferd noch da ist? Boah, keine Ahnung, Junge, wenn noch. Es ist halt echt noch da. No way! Hey, das ist schon seit dem Anfang hier. Ja, das versauert hier einfach. Hey, das arme Skelettpferd, Junge. Warte, kann ich das zähmen? Ja, klar kannst du das zähmen. Ah, ich hab's gezähmt. Kannst du es rufen? Ja, klar. Oha! Ich sag dir ehrlich, Blitzschick, hier haben wir so viele Items gemacht und hier waren so Gemeinschaftskisten. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Blitzschick, hier sind noch Angeln, alles. Krass. Wow. Ja, Alti, ich würde mal sagen, das war unsere Zeit. Hier, weiß ich noch, ey, da habe ich angefangen in der Nacht hier Felder zu bauen. Ich weiß. Damit es mal alles ein bisschen größer ist und da unten die Mobfarm. Hier unten war unsere erste Mobfarm. Da sieht man sogar noch. Oha. Krass. Und hier haben wir geangelt, Blitzschick. Ey, das waren noch Zeiten, Freunde. Ich sag dir ehrlich, ich bin froh, dass wir wieder auf jeden Fall versöhnt sind. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, safe. Heidi, wir gehen einfach in dem Projekt durch dick und dünn. Ja, wir werden gemeinsam ins Finale gehen, Blitzschick, als Schaman. Ja, Mann. Also, Leute, der Schaman-Clan ist wieder offiziell eröffnet. Back zu den Anfängen, oder, Heidi? Ich sag's dir, aber was glaubst du mit Alphastein dazu sagen, dass ich jetzt einfach so in den Schaman-Clan wieder gehe? Hm. Naja, ich meine, du hast uns damals verraten, jetzt verrät's halt Alphastein wieder. Der Kreis schließt sich einfach. Ja, ich sag dir ehrlich, ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Wir stehen eh kurz vorm Finale des Projekts. Ja, stimmt. Vor der finalen Phase. Oha. Ach, Alti, das waren noch Zeiten hier. Das waren gute Zeiten, Blitzschick. Aber ich auf find's... jeden Fall. Ja. Gut, Alti, ich würde mal sagen, wir machen uns zurück auf den Rückweg, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt zurück zur Mitte, okay? Jo. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in der Mitte sind. Bis gleich. So, Heidi, wir sind wieder an der Paulberger Burg angekommen und ja. Ja, Blitzschick, oh, ich bin gespannt, Junge. Wir haben hier so viel erlebt und es werden jetzt wieder goldene Zeiten. Oh. Aber, Weißt du eigentlich, was hier war? Wir haben hier Let's Stunny Hops genommen. Ja, und ich sehe hier noch einige gute Crying Obsidian Blöcke, oder? Was ist das? Ja, Crying Obsidian. Das kann man noch gebrauchen. Okay. Ja, ich nicht, also. Gut, Blitzschick, ich würde sagen, dann lass doch mal zur Burg gehen, den letzten Blick raufwerfen. Ja, und dann, weiß nicht, dann muss ich erstmal meine Wege gehen, ein paar Sachen erledigen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, Blitzschick, das werden so coole Folgen jetzt noch von uns werden. Das glaubst du aber. Wir werden da bestimmt noch ein bisschen was machen. Ja, wir werden das Ding reißen und gewinnen. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, ich werde auf jeden Fall an dieser Stelle das Video beenden. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Wiedervereinigung so wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, meine Freunde, und wir sehen uns wieder. Tschüss! Ciao.